Zwei gute Mannschaften trennen sich unentschieden. Zwei gute Trainer werden darüber reden. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 1:1 zwischen Fortuna Düsseldorf und Hannover 96. Ich begrüße Stefan Leitl und Daniel Thun. Und Stefan, deine Sicht der Dinge bitte. Ja, vielen Dank. Ja, ich teile das absolut. Ich glaube, wir haben ein richtig gutes Zweitligaspiel gesehen von zwei sehr guten Mannschaften, die sich ja, mit einem offenen Visier auch begegnet sind. Um in der Analyse bei meiner Mannschaft zu bleiben, ich finde, wir hatten in der ersten Hälfte gute Aktionen, gerade im Spiel gegen den Ball, gute Möglichkeiten dann nach Ballgewinn, um in Umschaltaktionen zu kommen. Ich finde, dass wir ja, das erste Tor richtig gut rausspielen von Sadi Teuchert in der Umschaltaktion. Ich glaube, mit, ja, oder nicht nur glaube, sondern es wäre, denke ich, schon mehr möglich gewesen, dass du vielleicht mit 2-0 dann in die Halbzeit gehen kannst. Das haben wir leider liegen lassen. In der zweiten Halbzeit ist meiner Ansicht nach ein bisschen verändert. Wir waren bis zum Elfmeter, auch im eigenen Ballbesitz, gut. Ja, wir haben das Spiel so ein bisschen kontrolliert, weiter weggehalten von unserem Tor, hatten längere Pass- und Ballbesitzphasen. Dann kommt der Elfmeter und wir kriegen den Ausgleich. Und dann war die Fortuna einfach ja, richtig gut und hat gedrückt, um das Spiel dann noch zu drehen. Und da auch Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben uns dann in alles geworfen, was kam, haben alles wegverteidigt. Und am Ende ist es in meinem Empfinden dann ja, vielleicht zum Schluss hinaus etwas glücklich, aber sicherlich nicht ungerecht, dass wir den Punkt hier mitnehmen. Daniel, dir natürlich weiterhin viel Erfolg, alles Gute und bis in die Rückrunde. Dann direkt die Erwiderung. Definitiv. Also Stefan, dir und deinem Team natürlich auch alles Gute und freue mich natürlich auch aufs nächste Duell. Ich finde, unsere Duelle sind ja, schon für die zweite Liga hochklassig aus meiner Sicht auch. Von gerechten Remis spricht, dann glaube ich auch, darf man die letzten Wochen da so ein wenig dazu nehmen, dass beide Mannschaften in einer Top-Verfassung sind und dann ist es vielleicht gerecht, dass zwei so gute Mannschaften mit einem Unentschieden auseinandergehen. Zu meinem Spiel oder zum Spiel meiner Mannschaft oder unserer Mannschaft auch, ja, habe ich vielleicht ein bisschen differenzierter, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich mit einigen Phasen dann weniger zufrieden war. Von Spielbeginn an fand ich eigentlich, dass wir in den ersten 5-6 Minuten sehr viel gedrückt haben, sehr viele Aktionen hatten, viele Momente auch hatten, dann im letzten Drittel ohne noch konsequent zu sein und hatten aber auch gleich schon den ersten Moment, wo wir ein bisschen bestraft worden sind, ein super Umschaltverhalten. Das haben wir natürlich auch ein bisschen vorgewarnt, wenn drei Spieler so über dem Ball stehen, wie bei Hannover mit der Qualität, Louis Schaub, Cedric Teuchert, ja, dann kann man sich relativ schnell an der Mittellinie wiederfinden. Das ist passiert und das macht natürlich dann in dem Augenblick was mit einer sehr jungen Mannschaft, wobei wir nicht kopflos gespielt haben, aber für mich in den Räumen, ja, wo Hannover Positives bewertet oder Stefan auch positiv bewertet Zugriff hatte, in den Räumen waren wir einfach nicht sauber genug. Wir haben unter Druck zu viele Klatschbälle gespielt, in Räumen, wo halt auch ein bisschen mehr Zeit war, auch direkt gespielt. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Ballkontrolle gewünscht. Aber man hat gesehen, die Jungs wollen direkt wieder, sie wollen wieder nachsetzen. Wir hatten ein paar Phasen, ein paar Spieler, ein paar Minuten, die sehr unglücklich waren. Haben natürlich dann im Umschalten nochmal Glück, dass wir vor der Pause vielleicht nicht noch ein weiteres kriegen. Aber ich glaube, das können wir vorher schon egalisieren mit dem Kopfball von Jordi De Weijs nach der Standardsituation. Da darf man oder kann man auch treffen. Ja, und dann im Verlauf der zweiten Halbzeit fand ich schon, dass wir das Spiel komplett kontrolliert haben in der Form, dass wir halt dem Gegner, glaube ich, gar nichts mehr zugestanden haben, die Ballbesitzphasen sehr kurz gehalten haben beim Gegner, unsere Räume so gut verteidigt haben und dann, ja, dann haben wir diesen Elfmeter gehabt, der nochmal ein bisschen was ausgelöst hat bei uns und ja, immer mehr gegangen. Ich glaube auch, wenn man die Daten sieht, dann darf man recht zufrieden sein mit seiner Mannschaft, das bin ich auf jeden Fall und am Ende, ja, dann mag es vielleicht gerecht sein, auch dieses Unentschieden, wenn wir noch ein Tor geschossen hätten hinten raus, dann hätte ich wahrscheinlich auch vom verdienten Sieg gesprochen. Jetzt müssen wir, kann ich mit diesem Unentschieden leben, weil nochmal zwei ausgesprochen gute Mannschaften gegeneinander gespielt haben und freue mich aufs Rückspiel und auf die nächste Chance, vielleicht mal gegen die Roten zu gewinnen. Gegen Stefan durfte ich ja schon mal, aber trotz alledem ist aktuell ein kleines Missverhältnis entstanden und darüber hinaus, man wird mich trotzdem heute Abend nicht auf der Theo- oder Heusbrücke sehen. Also das auch nochmal, ist alles abgesperrt worden. Danke. So, dann würden wir gerne öffnen für die ersten Fragen. Tobias Dinkelborg für die RP in der ersten Reihe hier vorne in der Mitte.
Nur eine ganz kurze Frage an beide Trainer, weil es ja sehr lange gedauert hat, die Überprüfung zum Elfmeter, falls Sie sich die Bilder schon ansehen konnten. Elfmeter ja oder nein? Darf ich beginnen, oder? Wo ist der Gast? Ich glaube, wenn er ihn direkt pfeift, ist es unstrittig, weil es dann auch keine klassische Fehlentscheidung ist. Ich finde, dass man nicht reingehen muss, um das zu korrigieren. Das ist meine Meinung. Und vielleicht sollten sie dann nochmal alle kommen und uns aufklären und uns belehren in irgendeiner Form. Aber gar nicht wertend jetzt, ja, weil ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Und wie gesagt, wenn er von vornherein gepfiffen wird, dann ist es absolut okay. Ich habe die Bilder nicht gesehen, nur mit dem Schiedsrichter gesprochen und ich glaube, die Überprüfung hat so lange gedauert, weil die Abseitsentscheidung noch nicht klar war. Gar nicht die Entscheidung, wie er sagte, ob es Foul war oder nicht, aber ja, auch nicht weiter bewertend. Hat gepfiffen, da war ich froh drüber. Stefan wahrscheinlich weniger. Dann habe ich eine Meldung gesehen von Florian Krebs immer noch, oder war es dieselbe Geschichte? Im Bild Hannover? Ja, hallo zusammen auch nochmal an beide Trainer. Ich hätte auch nach dem Elfmeter gefragt. Klare Fehlentscheidung, die liegt da nicht vor. Ich glaube, da seid ihr euch auch einig. Ich habe da eben ja schon angedeutet. Wie kann man dieses Problem einfach auflösen? Es kommt ja auch immer mal wieder vor. Ist schon gesagt, die Schiris sollten auch mal kommen und es erklären. Es ist wichtig, einfach in den Dialog zu kommen und zu sprechen. Es ist doch normal, es sind Emotionen im Spiel, auch nach dem Spiel sollst du Rede und Antwort stehen. Ich glaube, dass wir beide das jetzt gut einschätzen können und auch vernünftig damit umgehen. Und es ist ja keinem geholfen, wenn solche Situationen in der Häufigkeit dann entstehen. Und deswegen muss man vielleicht nochmal in den Dialog gehen oder nochmal eine Änderung vornehmen. Man wird sehen, was kommt. Du hast dem nichts hinzuzufügen? Ja, vielleicht eine Bewertung liegt mir in jeglicher Situation auch fern, weil ich glaube, es ist immer sehr anspruchsvoll. Ich glaube, dass wir sehr gut damit umgehen. Ich glaube, wir auch als Trainer da auch nicht zu viel bewerten sollten. Würde mir auch manchmal ein bisschen mehr Transparenz wünschen, aber dann reden wir wieder von einer Situation, die strittig ist. Insgesamt fand ich, dass Florian Lechner eine gute Partie hatte, eine gute Partieführung auch hatte, auch auf Situationen sofort reagiert hat. Darf man vielleicht auch mal positiv bewerten und entsprechend sind manche Entscheidungen vielleicht immer strittig, aber in dem Fall gab es ja noch einen zweiten, der im Keller sitzt und das überprüft. Und da kann man vielleicht auch über andere Dinge mehr streiten. Aber ich wäre natürlich auch genauso unzufrieden damit, mit der Situation. Aber ich glaube nochmal, keine grundsätzliche Bewertung zu Schiedsrichterleistung. Dann geht es weiter mit Dirk Tietenberg, da ganz in der Ecke, in der zweiten Reihe von der Hatz. Ja, hallo zusammen. Ist ja auch beiden Fanlagern ist es ja auch anzumerken, wie froh sie über diesen kleinen Zwischenerfolg sind, sage ich mal. Zuerst singen die Fans von Hannover 96 Spitzenreiter, Spitzenreiter, Herr Held. Zum Schluss singt dann Fortuna Düsseldorf Spitzenreiter, Spitzenreiter. Wie wichtig ist es den Trainern jetzt heute gewesen, vielleicht auch als Gefühl zu sagen, ja okay, wir sind nah dran. Ich meine, Spitzenreiter kann man ja nicht sein, wenn man weit weg ist von hohen Zielen. So. Also auch an beide Trainer die Frage, wie wichtig ist das? Das fängt hier immer der Gast an. Ja gut, ich wäre natürlich auch gerne als Spitzenreiter zurück nach Hannover gefahren, aber wir wussten ja im Vorfeld dieser Partie, wie schwer es wird und man hat es ja auch gesehen, ich habe es ja auch schon erwähnt, warum Daniel mit seiner Mannschaft auf Platz 1 steht, das hat alles seine Berechtigung und trotzdem finde ich, dass meine Jungs einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben und nochmal verdient auch den Punkt mitgenommen haben. Es sind 7 Spieltage gespielt, das ist alles eng beieinander. Wir sind nach wie vor, das hat's heute auch wieder, oder hatten wir heute auch wieder gezeigt, in einer guten Verfassung. Und das wollen wir jetzt einfach auf Strecke bringen und kontinuierlich punkten. Und ich glaube, das ist, ja, zumindest bis mal ein Drittel der Saison dann gespielt ist, das absolut im Vordergrund steht, dass man in die Punkte kommt. Danny, was bedeutet dir die Tabellenführung? Ja, schon ganz cool. Also ich stehe lieber oben als unten. Das liegt in der Natur der Sache, aber andersrum vielleicht auch wichtig. Es geht so ein bisschen um den Prozess auch bei uns. Wir beide sind ja jetzt auch ein paar Tage schon dabei mit unseren Mannschaften. Wir wissen natürlich auch, dass sehr, sehr laut geschrien wird, wenn wir nicht erfolgreich sind. Deswegen darf man solche Situationen, Momente nicht überbewerten. Aber sie fühlen sich definitiv deutlich angenehmer an, als wenn man sich dann über schlechte Phasen und über schlechte Spielleistungen unterhalten muss. Und
stimme ich Stefan definitiv zu. Wir haben zwei gute Mannschaften, die Jungs machen gute Arbeit und am Ende des Tages werden sie auch das bekommen, was sie verdient haben, glaube ich. Dann Sebastian Hochreiner hier vorne in der ersten Reihe für die Bild Düsseldorf. Herr Thun, apropos laut schreien, wie laut schreien Sie denn, wenn Sie sehen 39 Flanken und dann wie wenig daraus auch passiert? Ja, die Zahlen habe ich auch schon bekommen. Ich glaube, mittlerweile haben wir schon sehr, sehr viele Flanken im Spiel geschlagen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir müssen präziser flanken oder wir müssen uns halt ein bisschen mehr auch in der Box durchsetzen oder vielleicht dann auch mal einen Zielspieler finden. Wir haben letzte Woche ein bisschen dran gearbeitet. Wir haben nochmal Räume klar definiert. Wir haben nochmal Einlaufverhalten definiert. Wir haben Abschlussräume definiert. Ja, am Ende des Tages zu viel definiert wahrscheinlich und zu wenig Ertrag am Ende des Tages. Auffallend, dass wir da nicht so konsequent abschließen oder nicht abschließen können. Spiel den Ball zurück. Gegner schmeißt sich natürlich auch in alles rein. Aber manchmal gehört dann vielleicht auch Glück oder vielleicht dann auch ist es dann mal Pech. Ich habe jetzt Au auch wieder gesehen, der den Ball nicht trifft. Beim vergangenen Heimspiel war es Gini, der den Ball nicht getroffen hat. Das sind so Momente, wo man sagt, okay, vielleicht kommt das Glück zurück. Die Jungs laden mal wieder ordentlich durch und dann geht er rein. Aber klar, das Missverhältnis, was Ertrag betrifft, bei Bällen von außen, ist dann gerade dann auch etwas gekippt und nicht zu unseren Gunsten. Aber nächster Arbeitsauftrag für die Trainer, dran zu arbeiten. Florian Krebs, bitte. Jetzt eine Frage nur an Stefan, das wird Sie ja Tio nicht interessieren. Enzo Leopold hat 90 Minuten oder 90 plus 1 durchgehalten, fast bis zum Schluss. Er war angeschlagen, kannst du da nochmal, und bei Sky haben sie gesagt, dass er nachgereist ist gestern, kannst du das kurz einmal konkretisieren? Und wie geht's Andreas Vogelsammer, der kurzfristig ausgefallen ist, erkrankt? Ja, Enzo hat das Abschlusstraining nicht mit absolviert und wir haben dann mit der medizinischen Abteilung beschlossen, dass wir den Tag einfach noch abwarten wollen und sehen, wie sich sein Zustand entwickelt. Zum frühen Abend hin gab Enzo dann positive Signale und wurde dann nachgefahren nach Düsseldorf, hat ein Einzelzimmer, isolierter Sitzplatz beim Essen, also Vorsichtsmaßnahmen waren da und hat dann grünes Licht gegeben und über Nacht hinweg ist uns Andreas Vogelsammer erkrankt. Er ist dann auch nach Hause gefahren, nach Hannover. Dann sieht es so aus, als hätten wir alle Fragen beantwortet. Herzlichen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz, beiden Trainern für ihre Auskünfte. Morgen geht es bei Fortuna weiter, 10 Uhr Training. Im Anschluss daran steht der Trainer nochmal zur Verfügung. Alles Gute. Dankeschön, tschüss.